Hallo Leute, YouTube. Diesmal geht es um seltsame Kommentare bei Sendungen, wo es darum geht, zu fremden Planeten zu reisen. Ja, und dann kommen ab und zu mal so eine Kommentare wie, ja, wir brauchen doch keine Raumschiffe, um irgendwo hinzureisen, sondern wir machen das per Gedankenkraft. Wir denken uns einfach irgendwo hin und dann sind wir dann instantan, also sofort da. Ja, und wenn man dann so drunter schreibt, ja, wie soll das bitte gehen? Und wenn man dann Fragen stellt, dann kommt die Antwort, dann kommt auch eine Antwort, ja. Wenn die Menschen träumen und von anderen Planeten träumen oder wenn sie träumen, dass sie durchs Universum fliegen, dann ist das sozusagen dann schon der Beweis dafür, dass sie sozusagen im Traum, dass es gar kein Traum ist, sondern dass sie real da sind. Naja. Und das soll nun der Beweis sein. Ja, wenn man davon, wenn man jetzt vom Universum träumt, dass man da tatsächlich ist. Ach ja, das sind diese ganzen Leute, die denken, wir könnten irgendwie unser körperliches Dasein schon als Lebewesen beenden. Also sozusagen, dass wir noch immer am Leben sind, aber unseren Körper verlassen könnten. So eine Art Astralprojektion oder so. Auf einen anderen Planeten. Also, ich halte davon nichts. Von den ganzen Astralprojektionssachen. Wir brauchen schon richtige physikalische Dinge, um überhaupt irgendwo zu landen. Ja? Nicht irgendwie ein Traum oder so. Nun, das war's. Dann wünsche ich euch allen einen schönen Tag noch.